Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Case Clicker. So, ich habe ein bisschen getippt, ihr seht es, 245 Dollar oder ein bisschen laufen lassen, sagen wir es mal so. Ich habe ein paar Achievements letztes Mal durchgegangen und habe die so ein bisschen erledigt. Also einmal Sounds aktivieren und deaktivieren ist ein Achievement gewesen, auf den Link zur Facebook-Seite klicken ist ein Achievement gewesen. Und ich habe vorhin mal so ein bisschen Kombo 3,5 mal erreicht gehabt, bekommen war 0,84, Kombo 2,5 logisch auch, 2500 mal Cases, 5000 mal Coins tappen, 50 Critical Hits, 50, 100 Critical Hits, 100 insgesamt Dollar, 100 Dollar in der Tasche. Und hier Games sonst derselbe, zwei Pinks in a Row gefunden, das sechste Secret gefunden, müssen wir jetzt nicht, achso, Secret vielleicht, Secret im Sinne von Waffen, kann sein. Unseren Facebook-Button gedrückt, 60 Achievements unlocked, zwei Critical Tabs hintereinander. Und ich habe eine Weile hier oben links auf das Logo geklickt und habe dafür halt auch noch ein kleines Achievement bekommen. Jetzt sind wir bei 64 von 211, ist nicht so viel, ne? So, dann würde ich sagen, gucken wir uns gleich mal wieder die Werbung an, um heute wieder einen tägliches Bonus-Item zu kriegen. Schon wieder Summoner's War. Und wir kriegen irgendwie nur Werbung für Summoner's War, habe ich das Gefühl. Aber gut. Besser so ein Spiel als irgendein Käse. Und wir kriegen. Nutzen wir mal den Schlüssel und gucken vielleicht eine Stat-Track oder eine rote Waffe. Ist bestimmt auch ganz toll. Eine G3 SG1 für 0,34 Dollar. Nice. Und ich habe es jetzt im Equipment so angeordnet über den Filter, dass es wirklich nur beim Preis sortiert wird. Also das oberste, wertvollste ist hier zuerst, bis hin zum letzten, zum wertlosesten. Upgrades können wir natürlich machen, selbstverständlich. Wir können theoretisch sogar drei machen, wir aber noch nicht. Wir machen erstmal vieles andere. Erstmal eine Mission. Beim letzten Mal hatte ich halt die Dollar schon bekommen gehabt, aus dem Grund, dass ich offline war. Da hat es Dollar gesammelt gehabt und hat dann die Dinger überschritten. Wir werden jetzt erstmal drei Collections öffnen. So, hier haben wir die Collections. Nehmen wir mal ein bisschen was Wertvolleres, oder? Beim letzten Mal hatten wir auch nicht das Zeug drin gehabt. In dem Ding, nee, ist mir zu teuer. Na, wobei, wir können. Eins können wir mitnehmen davon und der Rest ein bisschen günstiger Kram. Hier, eins und eins. Zack, die beiden. Equipment. Ne, Case ist was gewesen, genau. Und Souvenir Collection, ist alles richtig. So, Open Collection. Dann rollen wir das Ding mal. Bringen wir dann den Shipments rollen. Und wir kriegen eine Negev. Na super, das ist ja total wertvoll. Gut, The Italy. Gucken wir, was wir hier Schönes kriegen. Sehr viele graue Waffen schon wieder, sehe ich dabei. Nicht gut. Und ich kriege eine XM1014 für 0,07 Dollar. Wow. Und dann schauen wir, was uns das teuerste bringt. Oh yeah. Auch viele, viele graue Waffen wieder. Das ist nicht gut. Ah, wow. SG553 Tornado für 1,17. War absolut worth gewesen, ne? Seht ihr ja. So, Mission 3 Souvenire öffnen. Die sind so teuer. Na, wobei die sind auch nicht so teuer. Nimm mal ein teures. Und zwei Sechser. So, jetzt machen wir die ganze Kacke hier auf. Los. Inferno Package. Ja, graue Waffen sind nie toll. Graue Waffen sind immer wertlos. Wer will die schon? Ah, gib mir keine fucking grauen Items, Mann. Was soll denn das? Ich bezahle hier teuer und krieg hier nur Müll dafür. So, jetzt mal so eine hellblaue. Die war letztes Mal auch so wertvoll. Und das Souvenir Tag. Nein, na gut. 1278, nicht übel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und nehmen wir das hier noch ganz kurz. Das New Package. Vielleicht gibt mal auch was Schönes. Eine grüne. Nein, die grüne Waffe sieht nicht schlecht aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Für 1,29. Oh mein Gott, so wieder ganz viele neue Achievements. Ne, nur eins, okay. 25 Items im Equipment zu haben. Ein Achievement muss ich noch freischalten. Ja, was schaltet man denn frei? Ich weiß es gar nicht. Was kann man so upgraden noch? Das hier, Private Detective. Oh, sogar noch auf nächste, nice. Increase Critical Tap Chance, nice. Dann gibt es hier nur, okay, nochmal suchen. Money Gain per Tap. Money Gain per Tap. Hier muss ich noch ein paar Cases öffnen. Erhöht die Chance, einen Stat-Track zu finden, ein Stat-Track-Skin zu finden, so. Unlocks Team Rolls Capsule, okay. Increases Case Search by 10%. Case Search by Limit, what?
1,3% per Tap. Aber wir haben jetzt ein zweites Achievement anscheinend. Mission. Nochmal zwei Achievement, okay. Das Upgrade. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so richtig, was das hier gemeint hat. Also jetzt halt auf 100... Ah, okay, nice. Okay, das ist natürlich nice. Man wird damit also, man kann damit sehr mehr sammeln als, also bei 100% kann man eine Kiste sozusagen eintauschen. Und dadurch haben wir jetzt schon direkt 10% mehr gehabt. Ah, das ist doch ganz cool. Gefällt mir so, nicht Shop, sondern Upgrades. 0,15% per Tab, das will ich jetzt nicht so unbedingt. 0,05, das ist so teuer. Increased Critical Tap Chance. Nochmal, also die ganze Tap Chance kann man benutzen, das kostet aber so ewig viel Geld. Naja gut, ich glaube, das muss man einfach nacheinander machen. So, guck mal, zack, 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 zack. Critical Tap Chance können wir machen. Ja, müssen wir ja wohl so machen, mehr können wir nicht machen gerade. Team Capsules. Hier, Team Roll Capsule. Was ist denn das, wenn wir uns mal eine kaufen davon? Cases. Sticker Capsules haben wir hier oben. Öffne mal die Kapsel mal. Ah, kriegt man so komische Abzeichen. Sind die was wert? The Bot! Finde ich gut. The Bot ist gut. 0,95. Naja, gut. Habe ich jetzt nicht so unbedingt Gewinn gemacht damit. Theoretisch könnte ich sogar meine ganzen teuren Items verkaufen. Dadurch würde ich sogar durchaus ein bisschen was in Geld bekommen. Aber ist mir doch ein bisschen zu schade. So, erstes Sticker-Ding bekommen. Das heißt, wir bräuchten theoretisch noch einen. Was haben wir noch nicht aufgemacht? Wir hatten hier Autograf, hatte ich bisher noch nicht aufgemacht. Ich glaube, da gibt es ein nächstes Ding für. Ein nächstes Achievement, oder? Jetzt habe ich gerade keins bekommen. Aber es ist hier mein erstes, was ist das gewesen? Sticker? Autograph. Okay, dafür habe ich keins bekommen. Interessant. Ob man diese Offline-Income-Time nochmal steigern kann? 20 Minuten finde ich jetzt nicht so doll, ne? Aber gut, Chroma Key hat, glaube ich, den... Ne, wir hatten den Dings dabei gehabt. Hier, der Breakout-Case hatte den Knife dabei, theoretisch. Aber ich sage, öffnen wir mal ein paar kleine Kisten, leider. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz die Animation ausstellen. Das dauert mir echt zu lange dafür. Gerade wenn man hier extrem viele Kisten hintereinander aufmacht. Haben wir ja irgendwo in den Settings... Speed up draw animations, da ist es. Cases, by key, open case. Njung. Ja, geht ein bisschen schneller, dauert allerdings trotzdem noch ein bisschen. Mhm. Ist natürlich jetzt nicht so wertvoll, ne? Ganze Zeug. Eine Negev. Chroma, nur mit, weiß gar nicht, wie viel Gef wir noch haben. Njung. Na gut. Okay, ich habe den Gap mehr, merke ich gerade. Da war es auf einmal alles rot. Eine MP9. Naja, geht so. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Items in unser Inventar stopfen, damit wir die Achievements kriegen. So, nächste Mission ist halt... Ah, hier kommen wir ja mal noch ein Reward. Wow, eine... Boah, krass, Alter. Als würde ich 0,03 Waffe bekommen. Heftig, ey. So toll. Vielen Dank dafür. Darüber freue ich mich doch immer wieder. Okay. Wir müssen auf jeden Fall mehr Cases öffnen beim nächsten Mal, wenn wir ganz, ganz viele Cases öffnen. Und da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr freischalten. Ich werde ein bisschen mehr Geld sammeln oder sammeln lassen. ja, dann schauen wir mal, was wir so als nächstes machen können. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Ja, oh, nice, das Touchpoint. Ja, das ist nicht übel mit den 110%. Das sollte man auf jeden Fall noch mehr steigern, soweit es möglich ist. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Ich werde dann wieder ein bisschen Geld sammeln, sonst lohnt sich das hier ja gar nicht. Mit einem Dollar rumzukrepeln ist ja nutzlos. Tja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei CaseClicker. Ciao.